Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit scharfen Angriffen auf die Afrikapolitik Moskaus begann heute in Washington der NATO-Frühjahrsgipfel. Die Bedeutung, die die Allianz diesem Thema beimisst, wurde am Rande der Konferenz deutlich. Schon in der kommenden Woche sollen mehrere westliche und afrikanische Länder in Paris beraten, wie dem Engagement der Sowjetunion und Kubas in Afrika begegnet werden kann. Zweites beherrschendes Thema der Eröffnungssitzung in Washington, die Verteidigungsbereitschaft des Bündnisses. Die fünfte Gipfelkonferenz in der fast 30-jährigen Geschichte der NATO wurde heute Mittag im Konzertsaal des Kennedy-Zentrums in Washington eröffnet. Und gleich wurde die Runde der Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister auf eine neue, harte Welle eingestimmt. Mit Worten, die in NATO-Zirkeln lange nicht mehr so überzeugend und forsch ausfielen wie die Rede Präsident Carters. Die Sowjetunion und die Warschauer Paktstaaten stellen eine militärische Bedrohung unseres Bündnisses dar, die das verständliche Sicherheitsbedürfnis der anderen Seite weit übertrifft. A military threat to our alliance, which far exceeds their legitimate security needs. Wir können dieser militärischen Herausforderung heute noch begegnen, aber wir können dessen für die Zukunft nicht mehr sicher sein, wenn wir nicht unsere Streitkräfte modernisieren und unsere militärische Stärke aufstocken. Modernizes its forces and adds additional military power. Noch sind nicht alle bereit, den Amerikanern zu folgen. Entspannung, die heute eine Balance militärischer Abschreckung ist, muss mehr auf Verständnis und Vertrauen gegründet werden, sagte der türkische Präsident Öcalan. Doch die Mehrheit scheint, wenn auch vorsichtiger, der neuen amerikanischen Richtung zu folgen. Selten in den letzten Jahren des Bündnisses schien Amerika mehr NATO-orientiert als derzeit unter der Regierung Carter. Der stärkere Einsatz der USA soll von den übrigen NATO-Partnern honoriert werden. Durch mehr Stärke, mehr Waffen, sprich mehr Geld für die Verteidigung. Noch vor der Eröffnungssitzung hatten Bonn und Washington ihre Marschroute für die Konferenz abgesteckt. Während Bundeskanzler Schmidt und US-Präsident Carter einen Meinungsaustausch unter vier Augen führten, trafen auch die Außenminister beider Seiten, Genscher und Vance, zusammen. Dabei wurde so Vance ein hohes Maß an Übereinstimmung in allen Fragen deutlich. Auf den Glockenschlag 8 Uhr begrüßte Präsident Carter Bundeskanzler Schmidt zum Arbeitsfrühstück im Weißen Haus. Nach Monaten der Irritationen und Missverständnisse im deutsch-amerikanischen Verhältnis war dies die erste persönliche Begegnung Carters mit Schmidt. Kanzler und Präsident vereinbarten engere Konsultationen in allen Fragen der Ost-West-Politik. In Vorbereitung des Bonner Gipfeltreffens waren sie sich einig über die Notwendigkeit, die Wirtschaftspolitik der Industrieländer enger zu koordinieren. Helmut Schmidt nach dem Gespräch: Das lief ganz prima. Ein wichtiger Teil des Gesprächs galt der Frage, ob die beiden Regierungen die sowjetische Politik gleich beurteilen. Schmidt zeigte sich zufrieden, als ihm Carter versicherte, die Amerikaner würden die Sicherheitsinteressen ihrer Verbündeten in den SALT-2-Verhandlungen mit den Sowjets berücksichtigen. Berater des Präsidenten nannten das Gespräch freundschaftlich und fruchtbar. Beide Staatsmänner waren darin einig, dass wir alles dazu tun wollen und müssen, um die Verteidigungsfähigkeit der NATO zu stärken und auf der Basis einer zuverlässig funktionierenden NATO die Entspannungspolitik fortzusetzen. Jugoslawien hat sich nach Informationen aus Bonn jetzt bereit erklärt, die vier in Zagreb verhafteten mutmaßlichen deutschen Terroristen an die Bundesrepublik auszuliefern. Es handelt sich um Brigitte Mohnhaupt, Rolf Clemens Wagner, Peter Buck und Sieglinde Hoffmann. Gleichzeitig mit der Auslieferung dieser vier deutschen Staatsbürger wünscht Belgrad die Übergabe von 8 in der Bundesrepublik in Haft befindlichen Jugoslawen. In Bonn wurde jedoch dazu betont, dass die jugoslawische Regierung ein direktes Austauschverfahren etwa Zug um Zug nicht gefordert habe. Nach dem Ausbruch des mutmaßlichen Terroristen Till Meyer aus der Untersuchungshaftanstalt Moabit hat heute die CDU-CSU-Opposition im Bundestag die Rücktrittsforderung der Berliner CDU-Fraktion gegen Justizminister Baumann, FDP, bekräftigt. Fraktionschef Kohl sagte, die Freipressung dürfe nicht ohne politische Folgen bleiben. Von Till Meyer fehlt auch nach der Prüfung von rund 200 Hinweisen aus der Bevölkerung jede Spur. Am Abend wurde die Rechtsanwältin Ingrid Lohstöter freigelassen. Sie war gestern in West-Berlin im Zusammenhang mit der jüngsten Befreiungsaktion vorläufig festgenommen worden.
Im Rathaus Schöneberg wurden den ganzen Tag über die Konsultationen und Beratungen über politische Folgen und Verantwortlichkeiten nach der Gefangenenbefreiung fortgesetzt. Doch der so vielstimmig geforderte baldige Rücktritt des Justizsenators ist unwahrscheinlich. Die Abgeordnetenhausfraktionen der Parteien bereiteten sich auf die Sondersitzung des Parlaments am Donnerstag vor. Und in einer Senatssitzung wurde die Marschroute festgelegt, nachdem die CDU-Opposition Misstrauensanträge sowohl gegen den regierenden Bürgermeister als auch gegen den Justizsenator einbringen wird. Denn die ultimative CDU-Forderung nach einem Baumann-Rücktritt bis Dienstag 17 Uhr wurde nicht erfüllt. Nach der Senatssitzung gab der Justizsenator erneut eine Pressekonferenz. Die Forderungen nach seinem Rücktritt wies er auch hier zurück. Herr Professor Baumann, haben Sie unter dem Eindruck der Ereignisse selbst schon dem regierenden Bürgermeister einen Rücktritt vorgeschlagen, also Ihren Rücktritt? Kein Kommentar dazu. Ich habe gesagt, dass ein Gespräch zwischen dem regierenden Bürgermeister, um das ich nachgesucht habe, und mir am Sonntag stattgefunden hat. Aber ich bin nicht befugt, über den Inhalt des Gesprächs etwas zu sagen, es sei denn, der regierende Bürgermeister gibt mir das frei. Kurz noch eines, wie sicher ist die Untersuchungshaftanstalt jetzt? So sicher wie, lassen Sie es mich grob sagen, ein solch alter Kasten sein kann. Das Verfahren gegen den befreiten Till Meyer wurde am 13. Verhandlungstag im Drenkmann-Lorenz-Prozess auf Antrag der Bundesanwaltschaft abgetrennt und vorläufig ausgesetzt. Die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen am Kriminalgericht Moabit waren noch verstärkt worden. Die Anklagevertretung beantragte außerdem, die beiden Anwälte, die während der Befreiungsaktion mit Till Meyer und Andreas Vogel in den Sprechzellen waren, vom weiteren Verfahren auszuschließen. Eine Entscheidung wird morgen erwartet. Der Schriftsteller Heinrich Böll hat vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe als letzter Instanz seinen Rechtsstreit gegen den Berliner Publizisten Matthias Walden verloren. Walden hatte nach der Ermordung des Berliner Kammergerichtspräsidenten von Drenkmann in einem Kommentar des Deutschen Fernsehens erklärt, Böll sei für die Terroranschläge moralisch mitverantwortlich. Er habe den Boden der Gewalt durch den Ungeist der Sympathie mit den Gewalttätern gedüngt. Böll hatte daraufhin auf 100.000 Mark Schadenersatz geklagt. Der Bundesgerichtshof kam jetzt zu der Auffassung, Walden habe ein zulässiges Werturteil abgegeben. Waldens Freiheit, seine Meinung zu äußern, und die Rundfunkfreiheit seien gegenüber Bölls Interessen das höherwertige Rechtsgut. In der Diskussion über die Rolle des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger als Marinestabsrichter hat sich heute die CDU-CSU-Bundestagsfraktion solidarisch mit dem Landeschef erklärt. Der Fraktionsvorsitzende Kohl sprach von einer Kampagne, die darauf abziele, die Führung der Union oder einzelne ihrer Repräsentanten zu diffamieren. Rückendeckung erhielt Filbinger heute auch durch die Juden in Baden. Der Präsident des Oberrates der Israeliten würdigte Filbinger als einen jener Männer, die ihre ganze Kraft für die Verwirklichung des Grundgesetzes eingesetzt und beim Neuaufbau jüdischer Gemeinden Hervorragendes geleistet hätten. Lediglich 1309 Fälle von politischen Gefangenen in der DDR sind der Bundesregierung in Bonn bekannt. Damit widersprach heute der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen Franke der Darstellung des Vorsitzenden der Gesellschaft für Menschenrechte Nitsche. Derzufolge ist zwischen 6.000 und 7.000 politische Gefangene in DDR-Gefängnissen gebe. Einer der prominentesten politischen Häftlinge in der DDR ist Rudolf Barrow, der im August vergangenen Jahres unter der Beschuldigung nachrichtendienstlicher Tätigkeit verhaftet wurde, nachdem sein regimekritisches Buch Die Alternative im Westen erschienen war. Aus Ost-Berlin verlautete heute, die DDR-Regierung sei bereit, ihn abzuschieben, wenn er einen entsprechenden Antrag stelle. Die Verteidigung des in Ost-Berlin inhaftierten Nico Hübner gab heute zu verstehen, dass die Anklage wegen Wehrdienstverweigerung von den DDR-Behörden fallen gelassen sei. Hübner hatte den Dienst in der Volksarmee mit dem Hinweis auf den Vier-Mächte-Status von Berlin verweigert. Er wird jetzt allerdings noch der Staatsverleumdung und staatsfeindlicher Verbindungen beschuldigt. Seinem viertägigen Staatsbesuch in der Tschechoslowakei ist der sowjetische Staats- und Parteichef Brezhnev heute in Prag eingetroffen. Ein Staatsbesuch in der Tschechoslowakei ist für Leonid Brezhnev gewiss prekärer als einer in Bonn oder Paris. Denn gerade das, was demonstriert werden soll, Normalisierung, hat in Wirklichkeit nicht stattgefunden. Stattgefunden hat vielmehr Anpassung, Resignation. Man hat sich der Realität gebeugt, und Realität heißt hier im Klartext Macht. Sowjetischerseits begnügt man sich aber nicht damit, dass ein Druck auf den Erdölknopf die Tschechoslowakei ins Postkutschenzeitalter zurückversetzen würde oder dass die aller Wahrscheinlichkeit nach bevorstehende Erhöhung der Rohstoffpreise Konsequenzen bis zur Planänderung haben wird. Nein, Macht will nicht nur ausgeübt, sie will auch umschmeichelt sein. Und da können sich die von Rude Pravo heute mit roter Schlagzeile herzlich willkommen geheißenen teuren Genossen nicht beklagen.
Ein großer Feiertag unseres Volkes, schreibt das Parteiblatt. Dass selbst Partei und Regierung dem Normalisierungsfrieden nicht trauen, das kommt in der propagandistischen Einstimmung zum Ausdruck. Immer wieder wird darin die Befreiung der Tschechoslowakei durch die Sowjetunion im Jahre 1945 beschworen, Brezhnevs Teilnahme daran hervorgehoben. Über das ebenfalls als befreiende Brudertat gefeierte, von sowjetischerseits gefeierte Eingreifen der Verbündeten 1968 und die nachweisliche Rolle des sowjetischen Staats- und Parteichefs dabei, verliert indessen hier niemand ein Wort. In der Volksrepublik China wurden heute neue Berichte über angebliche blutige Gräueltaten an Chinesen verbreitet, die in Vietnam leben. Unter Berufung auf Zeugenaussagen hieß es, vietnamesisches Militär habe auf mit Flüchtlingen besetzte Boote geschossen und dabei zwei Frauen verletzt. Vietnam hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und die chinesische Regierung des Propagandakrieges beschuldigt. Peking hat auch heute noch nicht auf das Angebot aus Hanoi reagiert, über eine Umsiedlung der Chinesen in Vietnam zu verhandeln. Chilenen im Hungerstreik. Mit dieser Protestaktion wollen hier in Köln und in anderen Städten der Bundesrepublik Exil-Chilenen eine gleichartige Aktion von Landsleuten unterstützen. In Santiago de Chile hungern seit einer Woche Angehörige vermisster Regimekritiker. Sie fordern von der Regierung Auskunft über das Schicksal von insgesamt 2000 verschwundenen Chilenen. Auch hier in Genf, im Gebäude des Weltkirchenrats, befinden sich seit gestern 10 Chilenen im Hungerstreik. Solidaritätsaktionen gibt es noch in 13 weiteren Ländern. Die Verbesserung der Berufs- und Lebenschancen behinderter Schüler ist ein Schwerpunkt auf der internationalen Schulausstellung 78 in Dortmund. 5 Tage gibt diese pädagogische Veranstaltung Eltern und Erziehern die Möglichkeit, sich mit pädagogischen und bildungspolitischen Problemen auseinanderzusetzen. Sonderschüler sind auf der diesjährigen Interschul so stark wie nie zuvor vertreten. Sie sitzen für jedermann sichtbar in gläsernen Klassenräumen. Stellvertretend für 400.000 Sonderschüler in der Bundesrepublik wollen diese körperbehinderten Schüler die Besucher auf ihre geringen Chancen im Bildungswesen, auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt aufmerksam machen. Mit ihrem Unterricht hinter Glas wollen die Sonderschulpädagogen einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen gegenüber benachteiligten Schülergruppen leisten. Auf der Interschule erfahren die Besucher, dass zum Beispiel bei den Körperbehinderten die Behinderungen immer schwerer werden und die Lernfähigkeit dadurch geringer. Dass eine gezielte therapeutische Versorgung der Schüler gefährdet ist, weil an unseren Schulen ein allgemeiner Planstellenstopp herrscht. Zu den Benachteiligten in unserem Bildungssystem zählen auch die Kinder ausländischer Arbeitnehmer. Diese italienischen Schüler einer Düsseldorfer Vorbereitungsklasse sind in Deutschland geboren. Ihre Muttersprache kennen sie kaum. Auf der Interschul demonstrieren sie den zweisprachigen Unterricht. Er erleichtert den Wechsel auf deutsche Schulen, aber auch eine Rückkehr ins Heimatland. Die Pädagogen erwarten, dass dieses auf der Interschul vorgestellte Unterrichtsmodell auch von anderen Bundesländern übernommen wird. Die Umweltschutzminister der Europäischen Gemeinschaft haben sich in Brüssel für eine intensivere Forschung auf dem Gebiet des Umweltschutzes ausgesprochen. Vor allem soll ermittelt werden, ob die allgemeinen Spraydosen verwendeten Treibgase zerstörend auf die Ozonschicht wirken, die die Erde vor schädlichen ultravioletten Strahlen schützt. Die Minister bemühen sich außerdem um den Entwurf für ein europäisches Vogelschutzgesetz. Es gab jedoch erhebliche Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Vogelarten künftig nicht mehr gejagt werden dürften. Auch beim Problem der Meeresverschmutzung gab es keine Einigung. Vor der englischen Kanalküste wurde heute dieser zerborstene Öltanker gesprengt. Britische Marinetaucher hatten zuvor 2,5 Tonnen Dynamit an dem Wrack befestigt. Das griechische Schiff war Anfang des Monats nach der Kollision mit einem französischen Frachter auseinandergebrochen. In dem jetzt gesprengten Vorderteil waren noch 1000 Tonnen Erdöl. Durch die Stärke dieser Explosion sollte dieser Ölrest zerstäubt werden. Das gelang. Trotzdem ist die Küste von Südostengland durch das bisher ausgelaufene Öl des Tankers weiterhin stark verschmutzt. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 31. Mai. Das Satellitenfoto zeigt ein großes, fast wolkenfreies Gebiet über West- und Mitteleuropa. Es liegt im Bereich des ausgedehnten Hochs mit Zentrum über der Nord- und Ostsee, das seine Lage nur wenig ändert und damit die Schönwetterperiode in Deutschland aufrechterhält. Die Vorhersage für morgen. Heiter, nachmittags teils wolkig und höchstens in Südostbayern vereinzelt Gewitter.
Tiefstemperaturen 10 bis 14, in Bayern örtlich bis 7 Grad. Tageshöchsttemperaturen 24 bis 28, in Bayern und an der Küste um 22 Grad. Schwacher, tagsüber auflebender Wind aus nordöstlichen Richtungen.